So, Marino, Ja. ich habe einen erfahreneren Polizisten eingestellt, den Herrn Wolkow. Okay. Den können Sie theoretisch gleich mit dem Kadetten Bidiokovic. Genau. Bidakovic. Das haben wir auch Bidakovic, verdammt. Streite. Okay. Ja. Dann zusammenteilen, wenn der bereit ist. Ich habe ihm gesagt, er soll sich kurz noch informieren. Herr Bidakovic, das ist auch ein neuer Kollege, aber der hat Vorerfahrung. Und Sie können sich dann zusammen einfach mal im normalen Streifendienst zurechtfinden, ja? Ja, ich wollte ihn sowieso gerade mit Herrn Hobbs zusammen machen. Dann mache ich das anders. Dann löse ich die zwei, drei Streifen auf. Die sollen dann eine eigenständige Streife noch bilden. Genau, Dann wir hätten wir haben vier jetzt. Streifen draußen. Genau, aber achten Sie darauf, dass Sie die Rekruten und die Ja, Kadetten ja, ja. nicht zusammensetzen, ne? Nee, achte ich drauf, ja. Na gut, ich versuche jetzt hier noch ein paar erfahrene Kollegen rauszufiltern und nicht so Jünglinge zu haben, damit wir dann die Officer nicht überfordern. Ja, da vorne rechts der Herr, der was neben, also links neben dem Kaffeeautomat ist. Kommt vom Norden und der soll eine Botschaft überbringen vom Schiff dort mit der weißen Taube. Ach du meine Güte, alles Ja. klar. Mir fällt gerade auf, dass meine Krawatte weg ist. Ich muss mal schauen. Ist sie wieder da? Lassen Sie mich mal durch. Oh. Ja, sorry, Chief. Alles gut. Verwirrte So, Person Sir. vielleicht. Sie sind für eine Bewerbung hier, nehme ich an. Korrekt, Sir. Kommen Sie. Kap, wie läuft's da draußen? Also wir haben alle, wir haben Bürgernähe gezeigt und ich bin auch gefahren und also ich lerne viel von den Kollegen. Alles klar. Super. Das Weitermachen. läuft. Kommen Sie. So, kleinen Moment. Ich muss noch kurz was im Funk durchgeben. Machen Sie sich keinen Stress. 01 mit einer Information für alle im Funk. Wenn Sie einen Streifenwagen betätigen und diesen befehligen, achten Sie auf den Zustand des Fahrzeugs. Sollte das nicht mehr funktionsfähig sein, muss man eine Reparatur anstreben. Achten Sie darauf auch, dass es immer vollgetankt ist, besonders wenn Sie es zurückstellen. Wir müssen auf unser Inventar achten, ansonsten kriege ich Ärger und das bedeutet, Sie kriegen Ärger. Und Sie wollen keinen Ärger. Eins Ende. Gut. Name. David Hill. Mr. Till. Mein Name ist Manfred Lentsch, ich bin Chief of Police. Das bedeutet, ich befehlige die gesamte Polizei im Norden, Süden, überall. Allerdings haben wir eine Separierung der Zuständigkeiten. Im Norden gibt es den Sheriff, hier gibt es das LSPD mit mir als Befehligenden aktuell. Das liegt daran, dass es noch keinen gibt, der das übernehmen kann. Aber ich entscheide mehr oder weniger über alle Einstellungen und Sachen im Polizeidepartement. Sie fallen wahrscheinlich darunter, weil Sie sich bewerben wollen. Das ist so korrekt, Sir. Gut. Von Till war das, ne? Hill. Hill, wieder Mr. weg. Hill. Genau. Okay, Mr. Hill, dann als was wollen Sie sich bewerben, genau? Ich möchte mich als Police Officer hier bewerben. Okay. Haben Sie Vorerfahrung, Mr. Hill? Ich habe Vorerfahrung. Also ich komme aus Miami gebürtig, Hm. ne? War danach bei den US Marines, habe dort eine Grundausbildung, ne? durchlaufen. Genau, und war danach auch einige Jahre dort tätig, habe ich dann aber da aus dem, ne? Dienst zurückgezogen und habe dann meine Karriere im Miami Police Department begonnen. Wie lange waren Sie da? Im Police Department 6 Jahre inklusive, ja, Academy. Letzter Rang? Officer 3. Was ist denn Ich mit muss noch diesen kurz auf Toilette. Zahlen? Ah, gehen Sie auf Toilette. Haben wir einen Einsatz in der Nähe? Ja, das ist Central Park. Also der Stadtpark. Na, draußen für Sirene, das ist MD Ja, oder das ist eine gute nicht? Frage. Ich wollte gerade fragen, was ist denn das? Ganz viele Ladenräube. Ja, aber warum habe ich denn in der Nähe vom. Warum habe ich denn die ganze Zeit eine Sirene am Laufen? Habe ich da auch. Ja, aber ja. Wer fährt jetzt an, MD oder BD? Ist das die Also, Frage Sie sehen. ist das MD oder PD? Ja. Ja. Ja, MD, SD und PD. Warum kriegen wir keine Funkmeldung? Gute Frage. Ich Nummer wollte 1 für die Leitstelle kommen. Steig 1 hört, komm. Wissen Sie, warum diese Sirenen hier in der Stadt so laut sind und ständig fahren? Ich habe keine Ahnung. Unsere
die Irene jetzt rauskommt. Weil es kommen immer Dispatches. 2x2 für die Leute kommen. Deswegen. Was ist denn hier? Ja, 2x2 hört. Waren Sie gerade Chopper oder andere irgendwas? Ja, SD macht sein. Nur negativ. Gut, ich werde mir das gleich mal angucken, ich muss aber erstmal den Bewerber abschließen. Zur Info von Streife 2, der Shoprau befindet sich im Norden. Wir haben hier einen am Central Park, fahren Sie das mal an, da ist ein Einsatzfahrzeug, was kontinuierlich den gesamten Block beschallt. Keine Ahnung, wer da ein Problem hat, aber wenn er mit mir kein Problem haben will, dann soll er verdammt doch mal die Scheiße ausmachen. Streife 1 ist vor Ort und schaut sich das mal an. Und Crash. What the fuck? Hä? Ja, das ist halt, das geht aber auch schon seit 20 Minuten. Die sollen einfach die stumme Sirene anmachen, diese Trottel. Ey, wenn das Esti ist, ne, dann trete ich die direkt aus ihrem scheiß Medical Department. Ey, meine Güte. Ey, wirklich, das ist so unangenehm. Ich meine, man kann die ja anmachen, aber dann nicht die 20 Minuten, diese Trottel. Kriegst du Augenzucken, ja? Kriegst du wirklich Augenzucken? Die haben Verfolgungsjagd. Die haben den Scheiß. Die stehen am Stadtpark. Die bewegt sich ja nicht. Das ist ja nicht so, dass das... die bewegt sich doch nicht am Stadtpark. Die steht da einfach und ist an. Ja? Ah, sie haben wieder hergefunden. Mr. Hill? Mr. Hill? Mr. Hill? Hm. Der muss wirklich dringend auf Klo. Wir kriegen die LSS, die... Tickets vom Norden. Okay, also bist du rekrut. Okay, super. Ah, gibt gerade Neuenteilung, ne? Was war denn das für eine Sirene am Stadtpark? Kann ich Ihnen leider nicht sagen, Sir. Wir haben da auch nichts gesehen. Nee. Ja. Also diese Trottel. Oder mal rüberwechseln kurz. Das sind so komische Leute, die denken, die kommen von einem Sirius-B-Planeten. So. Ja, richtig. Ja, dann müssen wir und jetzt suchen die Signale und beten irgendwelche Sachen an. Das waren die Herrschaften, so. Die sie als Clownsverein bezeichnet haben. So. Was? Oder nicht Clownsverein oder als Zirkusgruppe. Wie, die haben warum haben die Einsatzfahrzeuge? Nein, die haben kein Einsatzfahrzeug, aber die... Alle in den Streifenpunkt wechseln, weil da gerade in der Stadt ein Verfolgungsjagd, wo sie ihre Unterstützung benötigen. Okay, wir sind... Ja, die sind im verkehrten Funkkreis, brauchen aber unsere Unterstützung, aber sie können nicht durchfunken, weil sie unseren Funkkanal nicht haben, weil wir sind in Funkkreis 1. Ja, verstehe. Aber Streifenfunk will ich nicht. Ich will nicht in einem Funkkreis sein, in dem grundsätzlich alle SD-Leute drin sind. Da werde ich ja. Ja, dann müssen wir irgendwie mal uns einigen, irgendwie. Wenn die sollen, einfach ihre Verfolgungsjagden hier fahren. Das ist ja in Ordnung. Und dann sollen sie die Leitstelle informieren. Das haben sie gerade gemacht, dass wir halt dann wechseln, dann, ja. Genau, absolut. Aber natürlich nicht alle Kollegen, was ich jetzt gerade gemacht habe, sondern das müssen wir halt dann einteilen, dass da nur zwei Streifen wechseln oder so. Genau. Ach, schon mit der Leitstelle. Herr Volkov, Sie sehen hier viel los. Sie ist wirklich viel los heute, ja. Die Leitstelle teilt sie ein, wenn sie kann. Ich hole mir mal einen Bewerber wieder. Ja, dass eine Sirene läuft, ist ja kein Problem. Aber nicht dauernd! Ich raste aus! Warum sind die denn hier vorne direkt? Gegen Hölle. Sind Sie von der städtischen Polizeibehörde? Richtig, das bin ich. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Warum ich da? Diese Verrückten da im Grünen, die haben uns verfolgt, da wie Blöde da oben. Die sind wahnsinnig. Die haben uns auf dem Stadtteil herumgejagt. Wie sie hier durch die Gegend gefahren sind. Okay, das SD übernimmt das hier unten. Ja, weil wir verfolgt wurden. Die haben das initiiert, die Kollegen unterstützen das jetzt einfach. Sheriff, Sie können das übernehmen. Ja, raus mit den Haubentauchern. Wunderbar, bitte fangen. Alle, die haben in ihrem Revier gewildert. Sie können das doch nicht einfach zulassen. Die haben in ihrem Revier gewildert. Ja, ihr müsst jetzt raus, also werden sie getasert, ne? Ich traf mich aber nicht. Ja, das macht vielleicht Sinn. Das Sir! Bleiben Sie doch mal ruhig. Ich bin gerade in den Büchern, das ist schwierig, Mann. Machen Sie mal die Slots hier aus jetzt. Ich bin in den Büchern, Mann, ich hab gleich die Alge. Ja, hopp raus hier jetzt. Komm raus.
müssen weiterspielen, komm. Ja, ich bin fast in der Alge, Mann. Das ist ein mobiles Endgerät, das können Sie überall zocken. Richtig. Raus aus dem Department. Raus jetzt hier. Ja, mal raus jetzt hier, nicht wahr? Fast fünfmal Alge, Schock, verdammte Alge. Oh Gott, das war... Warten Sie mal. Was ist denn da draußen los? Ja, ich komme mit raus. Ich will wissen, was da draußen los ist, Mann. Was ist denn hier los? Also wirklich, da wird wieder das gesamte Polizeidepartement wird wieder verlangt in der Zuständigkeit, ne? Ich guck gerade, ob der Typ wieder hier ist. Ist nicht so, sieht nicht so aus. Also gehe ich mal raus. Ja, wenn Sie sagen, ich soll gehen, dann gehe ich lieber. Jawohl. 31 für die Leitstelle kommen. Schreib 1, dort kommen. Fahren Sie bitte mal den Hafenkomplex an. Mach dich vor, jetzt eine bewusstlose Person. Ja. Kommen. Wir müssen ja zusammenhalten, ist auch klar. So, verstanden, komm. Leitstelle. Absolut, mach er dich jetzt weg. So. Ja, das ist doch mein Cousin. Was machen meine Cousins denn hier? Meine Güte. Willkommen zurück. Das ist meine Familie, Mann. Ich denke mal, die haben es schon im Griff. Na gut, Sie sagen, ich soll gehen, dann gehe ich. So, wer von Ihnen war denn zuerst da? Der Herr mit den kurzen Haaren. Nee, ich glaube, Sie waren es vor mir da. Oh, alright. Okay. Alles klar, Sie sind für eine Bewerbung hier? Richtig. Kommen Sie. Ja. Meine Güte. Einiges los hier. Das sind die Hillybillies aus dem Norden. Alright. Ich glaube, die habe ich vorhin schon mal gesehen. So. Oh, ist das Mr. Hill? Mr. Hill! Fantastisch, dann machen wir eine Gruppentherapie. Sir, ich habe Sie gerade reingenommen, setzen Sie sich hinten mal auf die schwarze Couch. Keinen falschen Eindruck kriegen. Mr. Hill, Sie bleiben mal hier vorne. Was sagen Sie? Ist alles okay mit Ihnen? Haben Sie Spülstuhl? Ja. Ich glaube, ich habe irgendwas Falsches gegessen, aber alles in Ordnung. Ja, waren Sie wahrscheinlich bei dem gleichen Mexikaner wie ich, ja? Ja, um Gottes Willen. Aber ich habe das immer. Weiß nicht wieso. Alle Leute beschweren sich immer, aber ich habe das einfach immer. Naja, egal. Gut, Mr. Hill, Sie haben Vorerfahrung Miami Police Department, haben Sie gesagt, 6 Jahre. Streife 1, genau. 20 Hafengebiet. Wie lange waren Sie, oder was war der letzte Rang, den Sie hatten? Police Officer 3. Ach ja, genau. Und dann waren wir stehen geblieben, Irgendwas mit der Zahl. Genau, ich verstehe nicht, Police Officer 3, also das ist bei uns eine relativ... Leitstelle für Streife 1, komm. Ein Drittklassiger oder Officer, Frage, Police Officer der dritten Klasse. Genau die bewusstlose ist das bei uns? Person am Hafengebiet sein, komm. Das ist nicht gut, sondern das ist bei uns der Einstieg. Es gibt Officer 3rd Class, 2nd Class und 1st Class. Verstehen Sie? Okay, dann haben Sie dann ein anderes System. Und das heißt, Ihr System ist andersrum? Oder war andersrum? Das heißt, Sie waren... Unser System ist andersrum, genau. Da. Sie waren First Class, dann Second Class und dann Third Class. Okay, verstehe. Genau, gut. Und ja, bei den nächsten Dienstgrad Sergeant gab es auch nochmal Abstufungen zwischen 1 und 2. Ja, also, ja. Verstehe. Gut, dann würde ich sagen, was haben Sie denn perspektivisch? Haben Sie Leute unterrichtet, Instructor, irgendwas gemacht? Irgendwelche besonderen Vorteile, von denen ich wissen muss? Also ich bin bei den Marines Helikopter geflogen, aber das auch im Miami Police Department. Haben Sie noch den Helikopterschein? Den müsste ich noch haben. Okay, perfekt. Dann hatten wir ja schon eine. Gut. Haben Sie Fragen an mich? Ja, die Grundstruktur haben Sie ja schon erklärt. Wie läuft das denn innerhalb des Departments ab? Wie ist das strukturiert? Also aktuell ist es noch sehr lose, weil wir die einzelnen Departments aufgrund des Personalmangels noch nicht besetzen können. Allerdings ist es sehr umfangreich. Erstmal gibt es eine Teilung von Norden und Süden. Sie haben ja gerade, Sie haben es vielleicht nicht gesehen, aber der Kollege, der hinten auf der schwarzen Couch und sein Casting wartet, hat gesehen, dass wir draußen einen massiven Polizeieinsatz hatten, wo die Sheriffs auf den Norden eine Verfolgungsjagd in den Süden hatten. Das bedeutet, das ist voneinander getrennt. Aber nicht so, dass man sagt, dass die aufhören, bei der Stadtgrenze reinzufahren, sondern einfach nur, damit man Zuständigkeitsbereiche hat, auf die man sich konzentrieren kann. Okay? Okay. So, und bei uns intern ist es so, dass wir im LSPD, also unten in Los Santos hier im Süden, die Ausbildung mit übernehmen. Das heißt, wir haben eine
eine Education, wir haben einen Instructor, also wir haben einen Ausbilder. Wir haben eine interne Ermittlung, die wir ausstatten mit Detectives, die Vergehen von Officern aufarbeiten. Wir haben eine DOA, das heißt eine Drug Operation Agency von Detectives, die sich spezialisieren auf die Überwachung von schweren Kriminellen, Drogen, alles was so gibt. Mhm. Und wir haben eine Patrol Service, also der Streifendienst draußen und ein Management und Operation Service. Das bedeutet Leute, die intern arbeiten, die unsere Streifenwagen kontrollieren, die sich um Reparaturen kümmern, um Services, einfach also damit die Police Officer ihren Dienst machen können. Genau. Das ist auch getrennt, das heißt, es gibt zwei Nummern. Es gibt eine Nummer fürs Backoffice und es gibt eine Notrufnummer und wir haben mehr oder weniger perspektivisch alles, was man sich vorstellen kann. Na, ja, ich will, nicht schlecht. Ich will noch einen Bereich aufbauen für Criminal Psychology, also so Leute, die so versuchen zu verstehen, warum Kriminelle das machen, wann die wieder zuschlagen könnten und sich so ein bisschen in so einer psychologischen Materie bewegen. Das ist also grundsätzlich... Ja, macht zur Prävention auf jeden Fall Sinn. Genau, grundsätzlich gibt's alles. Also was auch immer Sie wollen, wenn es in diesem Rahmen ist, können Sie sich hier vollkommen auslegen. Abteilungsübergreifend, spezifisch, eine Undercover-Unit auch, es ist alles da. Also es wäre alles verfügbar, das hängt immer von der Spezialisierung ab. Genau. Ja, nicht schlecht. Ja. Also, haben Sie sonst Fragen? So weit erstmal nicht, Sir. Gut, den ersten Eindruck, den ich von Ihnen habe, ist gut. Wenn Sie Ihren flüssigen Stuhl noch in den Griff kriegen, dann wird das auf jeden Fall eine gute Partie. Ich würde Sie als Officer Third Class direkt integrieren wollen. Sie haben Vorerfahrung, Sie können die anwenden und können dann mehr oder weniger aufsteigen. Das heißt, Sie müssen diese ganzen Rekruten- und Kadettensachen nicht machen. Allerdings wird mehr, sobald die Education steht, von wem auch immer geleitet, wird dann Ausbildungsmaterial zugeleitet. Also ich habe schon mit Leuten gesprochen, die da Background haben und ich denke, dass wir das relativ zeitnah einstellen können. Hört sich gut an. Können Sie sofort anfangen? Na klar. Gut, dann machen wir das auch. Sie sind Officer Mr. Hill. Dann folgen Sie mir nochmal bitte. So, linke Seite Spind raussuchen, Uniform langärmlich mit Weste, bitte. Auswählen und dann vor meinem Büro warten, bitte, bis ich mit dem Kandidaten fertig bin. Krieg ich hin. So, nun zu Ihnen. Kommen Sie. Ja, yeah, right. Sie haben ja schon einiges gehört jetzt. Das ist vielleicht gar nicht so unpraktisch. Kleinen Moment, der Sheriff wird an. Mr. Perkins. Ich störe nur ungern, aber ich hätte einen Vorschlag hier von unserem Detective aus dem SD. Der hat einen guten Vorschlag gebracht. Meinen Sie Pike? Ja. Pike, genau. Wie klingt das für Sie, wenn das LSPD im Streifenfunk standardgemäß drin ist und wir im LSSD-Funk und wenn wir dann eine Verfolgung haben, die in die Stadt geht, ne, dann würden wir entsprechend im Streifenfunk Bescheid geben. Ist Kommunikation einfacher. Gute Idee, machen wir so. Machen wir so. Alles klar, geben Sie es durch, ich gebe es bei mir durch. Alles klar, perfekt, danke. Jo, alles klar. Kleinen Moment. No problem. 01 mit einer Information für alle Beamten. Wir wechseln von dem LSPD-1-Funk permanent in den Streifenfunk für die bessere Koordination mit dem SD. Das SD wird allerdings nicht immer im Streifenfunk sein, sondern nur hinzutreten, wenn Sie eine Verfolgungsjagd haben, die in die Stadt kommt. Wiederhole, alle Beamten mit unverzüglicher Präzision in den Streifenfunk wechseln für bessere Koordination. Das gilt für jeden 01-Sender. Trotzdem 4. Gut. Sir, Ihr Name. Ja, Hanno Huckleberry ist mein Name, Sir. Mr. Huckleberry, Sie wollen sich beim Polizeidepartement bewerben? Punkt-Check. Ja, right, that's correct. Ja, Punkt-Check. Check. Ja, Punkt-Check. Mein Name ist Manfred Lentsch, ich bin Chief of Police. Ich habe eigentlich über alles die Hand in diesem Zusammenhang, auch über Ihre Einstellung oder eben nicht. Haben Sie Vorerfahrung, Mr. Huckleberry? Ja, ich habe ja schon gehört, der Kollege vor mir, mit dem konnte ich auch draußen sprechen, war extrem erfahren. Ich bin das leider nicht. Ich habe nur gedient in der Texas National Guard. Haben wir auch teilweise kleinere Polizeiaufgaben wahrgenommen, aber nichts, was mit Ihrem Reason Department hier vergleichbar wäre.
Ist das für Sie überfordernd, wenn Sie damit konfrontiert werden? Oh well, ich glaube nicht. Ich würde das aber darauf ankommen lassen, Sir. Also, ich bin niemand, der schnell überfordert ist. Auch wenn ich jetzt keine, verstehen Sie mich nicht falsch, keine Kampfmaschine. Die National Guard war ja eher hier eingesetzt, war nicht im Ausland. Aber wir hatten doch ein, zwei brenzlige Situationen bei Hurricanes und sowas. Also, Sie haben so Katastrophenschutz auch gemacht? Ja, right, da wurden wir hauptsächlich eingesetzt, neben den Übungen zur Heimatverteidigung. Aber weil das war noch nicht nötig. Sind Sie an der Waffe ausgebildet? Ja, Sir. E90 und Sturmgewehre. Okay, verstehe. Haben Sie besondere Fähigkeiten, wie beispielsweise einen Pilotenschein, von dem ich wissen muss? Oh, ich habe einen Sportbootführerschein, Sir. Bootfahren? Ja, right. Bin ich relativ gut drin. Das habe ich eben in der Freizeit gemacht mit dem Boot meiner Familie, Sir. Ah, interessant. Ein Jetboot, relativ schnell. 3-4, bitte den Schlauchbrauch anfangen. Verstehe ich, gut. 10-4. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Sonst irgendwelche besonderen Dinge, die Sie hervorheben müssen, damit ich davon überzeugt bin, Sie einzustellen oder eben nicht? Ja, well, Sir, ich bin kein Verkäufer. Wenn Sie der Meinung sind, ich passe in Ihr Department, von dem, was Sie so von mir für ein Gefühl haben, nehmen Sie mich. Wenn nicht, dann schicken Sie mich zum Teufel, nicht wahr? Ich war Instructor. Vielleicht hilft das. Ich hatte vorhin gehört, Sie suchen für Education. Okay, Sie waren Instructor bei Ihrer vorherigen... Bei der National Guard, ja, Sir. Ah, okay. Also, ich habe den jungen Rekruten die Basics beigebracht. Und da gehören auch Dinge dazu, die ich denke, die man im Polizeidienst braucht. Wie macht man eine anständige Verkehrskontrolle? Wo stellt man sich hin, wenn man ein Auto anhält? Ich gibt ja immer wieder so Deppen, die wollen sich vor die Autos stellen. Dann sage ich immer, ist so lebensmüde. 3-4 kommen. Leitstelle hört. Haben Sie Erfahrung mit dem Funk oben in Norden und den dazugehörigen Disziplin? Sollen wir trotzdem anfahren und kommen? Also, Funken gehört dazu. Bitte mal wiederholen. Auch in der National Guard, Sir. Schubraub ist oben ganz weit in Norden. Sollen wir trotzdem anfahren kommen? Gut, das klingt jetzt tatsächlich schon nach einigen Mann Vorerfahrung. Oh well, ich weiß nicht, wie viel davon ich hier gebrauchen kann, Sir. Naja, Funken auf jeden Fall, das mit den Waffen, das klingt jetzt auch nicht verkehrt. Ich versuche einen Platz für Sie zu finden, rangtechnisch auch, verstehen Sie? Oh, Sir, ich bin bereit, mich hochzuarbeiten. Gut, dann gehen wir auf Nummer sicher. Ich würde Sie einstellen, ich würde das machen und ich gebe Ihnen aber erstmal Recruit Officer. Das bedeutet, Sie beweisen sich als Rekrut und wenn das funktioniert, kriegen Sie den Police Officer Third Grade. Alright, Sir. Vielen Dank, Sir. Okay, kommen Sie mit. So, Spind nehmen und Uniform anziehen, am besten kurzärmlich ohne Weste. Das ist für so Kadetten und Rekruten relativ eindeutig, dann erkennt man die auch und dann kommen Sie nach draußen. Alright, Sir. Steve, haben Sie kurz einen Moment? Klar. Kommen Sie. Kommen Sie am besten zum Tresen. Da sind 5-6 Herrschaften, die Sie unbedingt gerne sehen wollen anscheinend. Schöne Blumen aufstellen und so. Ach man, jetzt hab dich doch nicht immer so. Friede. Peace. Grüß dich, mein Horn. Was kann ich denn für Sie tun? Wir sind von der NASA. Space Force. Geheime NASA-Technologie, meiner. Wir wollen Zivilcourage erweisen. Genau. Sie wollen Zivilcourage erweisen? Von der Space Force? Klingt, als wären Sie eine Behörde. Ja, wir nicht sind so laut. Überstellt worden von Praktikum. Kameras, überall. Ja. Meiner, nicht so laut. Aber ich kenne auch zwei von Ihnen schon. Waren Sie vorhin schon bei der Space Force oder hat sich das in den letzten 2 Stunden... Die glauben nur, dass wir sie uns kennen. Wir sind da schon länger. Okay, was kann ich denn jetzt für Sie tun? Was wollen Sie? Wir müssen ein Praktikum bei Ihnen machen. Wissen Sie? Genau. Okay. Wir müssen herausfinden, ob Ihr Equipment mit dem Mothership verbunden ist. Alles klar. Ganz unser deep. Equipment. Ich kann Ihnen sagen, unser Equipment verbindet sich kaum zu unserem anderen Equipment, weil das aus den 60ern ist oder aus den 70ern. Sehen Sie, da ist das Problem. Aber dann wird es doch nicht zu Ihrem Mutterschiff hochgehen. Aber wir können mit gewisser NASA-Technologie helfen, meine Häuser. Haben Sie die Akten aus den 60ern gesehen? Ich muss sagen, den 60ern war ich dann 9. Verstehen Sie? Naja, die können Sie ja heute noch einsehen, wenn Sie die Freigabe dafür haben.
Also, ich habe ja schon ziemlich viele Freigaben, aber wo sind denn diese Akten? Das sind eben die Geheim-Geheim-Akten meiner. ASA-Technologie, ja, das darf man doch nicht rumschleppen. Verstehe. Space Force. Space Force. Hören Sie, alles, was wir wollen, ist einmal einen Blick auf eins Ihrer Fahrzeuge werfen, um zu gucken, ob das Equipment dazu geeignet ist, mit dem Mothership zu connecten. Ich rede hier nicht vom Bluetooth, Mann. Okay, also Sie wollen in eins unserer Polizeifahrzeuge? Ja, einmal so eine Inspektion machen. Rundum-Check. Genau. TÜV gibt's kostenlos. Gut. Also, ich hab die Plakette mit. Bei all der Offenheit für Ihre alternativen Gedanken muss ich das leider erstmal ablehnen. Wie stehen Sie zu Aliens? Nun, wie stehen Sie zum Deep State? Wir leben in einer Simulation. Sehen Sie? Dann ist es doch egal, was ich denke. Dann können Sie uns ja auch durchlassen. Ich lasse sie durch, ist aber irrelevant, das ist was sie tun. Einer Eintritt gewähren. Also, Sie wollen an ein Fahrzeug von uns, das wird nicht gehen. Ja? Sie können gerne dieses Funkgerät anfassen, aber mehr auch nicht. Nein, wir brauchen die B-Signale. Ja. Genau, die B-Signale meiner. Und das erste Verständnis, die meinen die Rundumleuchten. Deswegen wollen wir ein Praktikum machen, sogar unbezahlt. Passen Sie auf. Sie stellen sich jetzt da vorne hin, ich hole ein Fahrzeug und das leuchtet Sie an und Sie können das messen. Ja! Hervorragend! Ja, das klingt doch super. Gut, ich gebe Ihnen zwei Officer mit, die da unterstützend beiseite sind, ja? Gehen Sie mal mit denen raus, ich hole ein Fahrzeug. Vielen Dank, Sir. Ah, wir haben da noch ein Fahrzeug stehen. Na, dann nehmen wir das. B-Signale. Was für irre. Nun, ich werde voraussagen, dass sie gleich anfangen zu tanzen. Das haben die eben auch schon gemacht. Aha. Space Force ist ja abgeblitzt. So. Nun folgen Sie uns, die Herrschaften. Gut, dann machen Sie den Laden mal an, wa? Das kann keiner was für einer aus. Die B-Signale. Bitte mein drittes Auge. Wow. Können wir uns mal reinsetzen? Nein. Aber Sie können ganz nah rangehen. Hat er gerade das Auto angehoben? Ich würde kurz mein drittes Auge channeln, wenn es Sie nicht stört. Ja klar, channeln Sie, was Sie wollen. Natürlich, Madam. Bitte gehen Sie vom Fahrzeug runter. Hey, lassen Sie das. Sollen das ist Sie eine das gute Idee. Bollock, ist gut. Kannst du sie spüren? Also ich habe ja schon viel erlebt, ne? Das sind die Hippies, ja? Das ist ja... Ich spüre so, aber auch volle Kanne, wie die mir durch die Lampe gehen, du! Entschuldigung, sowas in Nordhausen gehabt, da wäre ich... Oh mein Gott, ich krieg die Signale! Oh Gott. Was ist passiert? Hast du Connection bekommen? Die Verbindung ist da. Geht es der Dame noch gut? Natürlich, Mann. Sie hat die Connection. Ist das eigentlich ganz normal? Ich habe keine Ahnung. Ich bin mir auch unsicher. Ich glaube, das ist zum Mothership verbunden. Das sind die richtigen B-Signale. Gut, haben Sie Ihre Messung gemacht? Also die dauert meistens ein paar Stunden. Wollte ich gerade sagen, also das dauert tatsächlich ein bisschen länger. Alles klar, dann bleiben Sie einfach hier stehen. Beauftragte. Genau, und am besten müsste der Motor mal angemacht werden. Gucken Sie mir mal in die Augen. Gucken Sie mir mal ganz tief in die Augen. Ich guck dir ganz tief in die Augen.
Das falsch. Er meint nicht die an den Füßen. Nicht diese Augen. Nicht diese Augen. Das muss er da auch. Das ist nicht das Bewerbungsgespräch, was Sie heute führen werden. Hätten wir nicht. Die Antwort ist nein. Die Antwort ist nein. Aber Sie können sich gerne am Licht erfreuen. Da wird mir ganz warm ums Herz. Ja? Der Motor wird nicht angemacht. Aber Sie können weiter drum rumtanzen. Können wir das Radio nutzen? Ja. Sonst müssen wir jetzt leider selber Mundmusik machen. Dann machen Sie Mundmusik. Oh Gott. Oh Gott, was habe ich getan? Ich kann es Ihnen nicht sagen, ne? Gut. Was ist denn hier los? Schönen Abend noch. Wer mit der schlechten Frisur?